Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Dieses Video ist der Teil 2 der Wesen der slawischen Mythologie. Fangen wir mit dem Mavka an. Dieser ist bekannt bei den Ost- und Westslawen. Mav ist altslawisch und bedeutet so viel wie Leiche. Ein Mavka ist ein aus den Toten wieder auferstandenes kleines Kind, das ungetauft gestorben ist. Sie sind also kleine böse Geister, denn sie rächen sich an ihren früheren Tod bei den Menschen, die dafür verantwortlich sind, dass sie nicht getauft wurden. Sie werden als kleine Kinder oder junge Frauen dargestellt, mit langen Haaren in einem weißen Gewand. Auf den Rücken der Mavka fehlt meist Haut, sodass ihre Gedärme sichtbar sind. Kommen wir nun zum nächsten Wesen, den Babai. Die Bedeutung des Wortes ist nicht bekannt, allerdings geht man davon aus, dass es an den sogenannten Turksprachen angelehnt ist, in denen Baba so viel wie alter Mann bedeutet. Der Babai gehört zu den sogenannten Kinderschreckgeschichten bzw. Kinderschreckwesen. Er wird also in der Erziehung der Kinder genutzt. Er ist ein imaginäres, gesichtloses und gestaltloses Wesen und ängstigt unartige Kinder. Wenn ein Kind damals nicht schlafen wollte, so erzählte man ihnen, dass dann der Babai kommt. Dieser stellt sich dann nachts abends vors Fenster und jagt den Kindern Schrecken ein. Angreifen wird er sie jedoch nicht. Dieses Wesen gibt es auch in mehreren anderen Mythologien. Zum Beispiel kennt man ihn in Deutschland als sogenannten Butzemann oder in England als Boogeyman. Kommen wir nun zum nächsten Wesen, den Volkolak. Man kann sagen, dass der Volkolak so eine Art Werwolf der Slawen ist. Er ist also ein Mensch, der sich bei besonderen Umständen in einen Wolf verwandeln kann. Dargestellt wird er je nach Form entweder als Mensch oder als Wolf. Oder als ein Mensch mit Elementen des Wolfes, beispielsweise Fell und Klauen. Der Unterschied befindet sich allerdings darin, wie man zum Volkolak wird. Ein westeuropäischer Werwolf wird zum Beispiel dann zum Werwolf, wenn er von einem anderen gebissen wird. Der Volkolak wird allerdings nicht zum Werwolf durch einen Biss, sondern durch den Einsatz von Magie, die entweder durch die Hand eines Zauberers oder einer Hexe geschieht. Kommen wir nun zum Schluss lieber nochmal zu einem freundlichen Wesen, den sogenannten Vila. Vila oder Vila sind weibliche Naturgeister. Sie entsprechen ungefähr den Nymphen der griechischen Mythologie. Sie werden dargestellt als schöne beflügelte Mädchen mit durchsichtigen Körpern und durchsichtigen Kleidern. Die Vila sind Seelen junger Frauen, die vor ihrer Hochzeit starben. Sie leben entweder in Wasser, aber auch in Feldern, sowie in Wäldern und treten oft in großen Schwärmen auf. Das war es auch schon wieder mit diesem Video. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Wenn ihr noch irgendwelche Kritik oder Ideen für meine Videos habt, könnt ihr diese gerne in die Kommentare schreiben. Über einen Daumen hoch oder ein Abo würde ich mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn ihr jetzt in die Mitte des Videos klickt, kommt ihr nochmal zurück zum ersten Teil.